Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Wie im letzten Video angekündigt, gibt's heute ein kleines Unboxing über einen Artikel, den ich mir vor kurzem bestellt habe. Ich habe das Ganze ja im letzten Video schon angesprochen. Es gibt nur eine kleine Änderung für heute, beziehungsweise in dem Video, und zwar, ich habe das Ganze schon ausgepackt, ich habe Kamera alles aufgestellt. Ich habe bloß vergessen, die Aufnahme, also Recording, zu drücken. Das heißt, ich habe eine Viertelstunde oder 20 Minuten umsonst in die Kamera geredet. Ich habe das Ganze trotzdem wieder eingepackt, so gut wie es geht. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Unboxing Part 2, nenne ich es mal, trotzdem. Ihr seht schon, hier ist der Karton, wie vorhin gesagt, ist schon oder habe ich schon aufgemacht. Ich werde das Ganze auch so für euch filmen. Wir werden das Ganze hier auf den Tisch legen. Ich werde euch ein paar Details bzw. Produktinformationen sagen. Und zwar habe ich mir von der Firma Thomann, man sieht es auch hier am Karton, eine LED-Bar bestellt. Ich wollte das Ganze eigentlich viel spannender machen, beziehungsweise ein spannenderes Unboxing. Ich packe jetzt den Artikel, beziehungsweise den Umkarton, also das war jetzt der Umkarton, das ist der originale Karton von der LED-Bar. Hier die Marke Sterwell, also das Ganze ist von der Marke Sterwell, habe ich aber über Thomann bestellt. Und zwar nennt sich die Sterwell LED Bar 240 8 RGB DMX 30. Warum ich mir das Ganze geholt habe, beziehungsweise für was ich das brauche, werde ich euch im Laufe des Videos erklären. Das Ganze wird mit einem Stromkabel betrieben. Hier liegt es auch einfach so in dieser Verpackung drinnen. Und ich habe mir noch zusätzlich was bestellt. Und zwar, ich muss kurz suchen, aber ich habe das hier irgendwo reingetan. Genau, hier drin ist es. Und zwar eine Fernbedienung für diese LED-Bar. Werde ich euch auch noch gleich erklären, warum, weshalb, wieso. Ich würde sagen, ich positioniere euch jetzt irgendwie so. Oder, obwohl, wir machen das jetzt einfach ganz simpel, ganz easy. So ist halt der Umkarton. Ist jetzt nichts Spannendes. Ich weiß, es ist jetzt kein perfektes Unboxing. Aber besser als gar nichts. Also Stromkabel haben wir hier am Start. Dann würde ich sagen, packen wir die LED-Bar mal aus, die schauen wir uns gleich an. Hier befindet sich wieder Müll, also das war halt hier um die LED-Bar, damit die halt ein bisschen geschützt ist beim Transport. Und hier haben wir einmal zweimal Wandhalter, das heißt, man kann diese LED-Bar direkt an die Wand montieren. Das Ganze habe ich mir bestellt, um mein DJ-Livestream bzw. mein DJ-Setup ein bisschen zu verschönern, ein bisschen mehr Lichteffekte reinzubekommen. Ich habe mir jetzt nur eine LED-Bar bestellt, weil ich das Ganze erstmal testen will. Wenn die mich überzeugt, das werden wir auch im nächsten Video machen. Also wir schließen das Ganze an, machen ein paar Farbprofile oder gehen ein paar Farbprofile durch. Wenn das Ganze mich überzeugt, werde ich mir auf jeden Fall noch eine zweite kaufen. Ich bin mir noch nicht sicher, auf welche Seite, beziehungsweise ob ich das an die Decke hängen soll oder am Boden oder an die Seite. Das weiß ich noch nicht, das werde ich auch im Video dann, wenn wir das zusammen anschließen, ausprobieren. Jetzt nochmal zurück zu der LED-Bar, beziehungsweise zu den Wandhalterungen. Es gibt einmal, ich glaube, das packe ich jetzt nicht oder ich brauche das jetzt nicht unbedingt auspacken, einmal eine lange Wandhalterung, sind zwei Stück drinnen, und zweimal kleine mit passenden Schrauben. Ansonsten war eigentlich nichts dabei, beziehungsweise doch, es war schon noch was dabei, und zwar eine Anleitung. Aber ich glaube, jeder von euch, so wie ich, liest eine Anleitung nie durch, weil wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder irgendwas wissen will, schaue ich einfach auf Google, da wird eh alles erklärt. Ich habe auch gesehen, dass es auf YouTube schon zahlreiche Tutorials bzw. Unboxing-Videos über diese LED-Bar gibt. Ich glaube, diese LED-Bar gibt es schon seit über 5 Jahren oder 6 Jahren auf dem Markt oder 7 Jahren, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir die bestellt, weil erstens die Rezensionen unfassbar gut sind. Viele haben geschrieben, man kann das auch einfach so als Beleuchtung nutzen. Und ihr wisst, ich habe eine schlechte Beleuchtung hier in meinem Studio. Ich habe nur zwei Softboxen am Start. Die muss ich halt immer anders positionieren. Beziehungsweise hier hängt eine für den Stream und hier meine zweite. Das heißt, ich muss immer schauen, wo stelle ich die hin. Karton Nummer 1 ist leer. Ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal aus der Folie, weil ich glaube, das wollt ihr alle wissen, wie das Ganze aussieht. Und zwar, Moment, Junge, ist das ein schlechtes Unboxing. So, Freunde, das ist die LED-Bar. Ich werde jetzt mal auf die andere Seite gehen. Wie der Name schon sagt, haben wir hier 240 LEDs verbaut. Man hat Unmengen an Möglichkeiten, Farbprofile zu wechseln. Es gibt auch die Möglichkeit,
wenn Musik im Hintergrund läuft, dass die LED automatisch die Farben wechselt. Das Ganze werden wir, wie gesagt, auch im nächsten Video testen. Ich weiß noch nicht, ob ich die an die Wand schraube, das werden wir auch noch schauen. Aber wir schauen uns jetzt noch die Rückseite an. Und zwar haben wir hier einmal, ich hoffe man kann es sehen, einmal Netzanschluss bzw. Stromkabelanschluss. Hier haben wir die Buttons, um die Modi zu wählen, Mode Setup. Man kann hier auch die Geschwindigkeit von dieser LED oder von den einzelnen LEDs oder von diesem Modi sozusagen einstellen. Schneller, langsamer. An der Seite hat man hier noch einen XLR-Eingang. Hier seht ihr auch ein DMX-Out. Diese zwei Anschlüsse sind dafür gedacht, falls man sich irgendwie mehrere LED-Bars kauft, braucht man eine DMX oder einen DMX-Mixer, soweit ich weiß. Mit der Lichttechnik kenne ich mich jetzt leider nicht so gut aus, aber ich habe gelesen, wenn man sich zum Beispiel 4 Stück kauft, sollte man sich so einen DMX-Mixer holen. Das sieht aus wie so ein Controller und man kann über diesen Controller jede einzelne Bar steuern bzw. einzelne Farbprofile aufrufen. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt hier gerade einen Mix oder einen DJ-Livestream mache und die zweite Person, wie zum Beispiel der Flo, hier das Ganze überprüft und ich hätte diesen DMX-Mixer, könnte der Flo zum Beispiel unterm Stream die Farben wechseln, die einzelnen Modi durchgehen, Lichteffekte einschalten bzw. irgendwie Strobolicht oder sowas ist anscheinend auch verbaut. Das Ganze ist 1 Meter lang oder ein bisschen mehr als 1 Meter. Ich weiß, ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten können. Aber mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Mega große Verpackung am Start. Dann nochmal eine Verpackung. Noch mehr Müll. Ach ja, bevor ich es jetzt vergesse. Also, sorry Freunde, ich weiß, das ist kein perfektes Unboxing oder ein chaotisches Unboxing. Aber ihr kennt mich mittlerweile. Und zwar passend dazu habe ich mir noch eine Fernbedienung gekauft. Das heißt, ich kann separat steuern, was ich für Modis haben will. Ich kann hier an, aus, automatisch. Ich kann hier Strobolicht. Ich kann die Schnelligkeit von diesem Effekt bzw. von diesem Strobolicht auch noch einstellen. Ich kann die einzelnen Farbprofile aufrufen. Das heißt, ich kann in Orange, in Weiß, in Schwarz und so weiter durchklicken. Ich kann dimmen. Also das heißt, ich könnte das auch als Beleuchtung benutzen. Und jetzt hätte ich noch fast das Wichtigste vergessen, und zwar der Preis. Freunde, das Teil ist gar nicht mal so günstig. Ich habe jetzt für eine, also nur für diese LED-Bar, 63 Euro auf Thomann bestellt. Ich verlinke euch mal das Produkt auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse dran haben solltet. Die Fernbedienung ist leider nicht mit dabei. Die kostet, glaube ich, auch nochmal 11 Euro. Also ich war fast bei 75 Euro. Geht aber vollkommen klar. Wie vorhin schon gesagt, werden wir das Ganze im nächsten Video zusammen anschließen, ausprobieren, die einzelnen Modis durchgehen. Ich bin echt gespannt. Und ich finde es einfach viel praktischer, mit so einer Fernbedienung rumzuschalten. Bevor ich jetzt immer an die LED-Bar gehen muss und die einzelnen Modis durchswitchen muss. Die Fernbedienung von dieser LED-Bar funktioniert genauso wie von einem LED-Strip oder von diesen LED-Klebestrips. Die sind ja genauso aufgebaut. Man kann Strobo einstellen, man kann die Farben durchgehen. Und in diesem Sinne war es das eigentlich schon. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder genauere Details über dieses Produkt haben wollt, wie gesagt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung vorbei. Ich habe das Ganze für euch verlinkt, ihr könnt das in Ruhe durchlesen. Ich weiß, ich hätte mich ein bisschen besser vorbereiten können, aber ich will das Teil unbedingt aufbauen und ich werde jetzt auch gleich das zweite Video dazu drehen, das Ganze anschließen und so weiter. Und ich hoffe damit, dass es in den nächsten DJ-Mixen und DJ-Livestreams ordentlich abgeht. Wir machen richtig geile Strobo-Party, würde ich sagen. Ihr könnt mir gerne mal, Moment, ich kann euch das mal zeigen. Ihr könnt mir gerne mal, also so sieht ja mein DJ-Setup aus. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wo soll ich das Ganze platzieren? Eher an die Decke, eher am Boden oder auf die linke oder rechte Seite? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und ich melde mich jetzt ab, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Sorry nochmal für das chaotische Unboxing, aber ich habe das Ganze eigentlich schon aufgenommen, jetzt muss ich das Ganze nochmal aufnehmen. Jetzt dachte ich mir einfach, komm, mach einen schnellen Durchlauf, was alles in dem Karton drinnen ist, was angeliefert wird. So, jetzt reicht's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben gehen. Kanal abonnieren. Livestreams wird es demnächst wieder geben. Ich habe mega, mega Bock. Ich habe auch ein bisschen was abgegradet für mein Livestream-Setup. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Seid gespannt, wie das Ganze am Schluss aussehen wird. Ich bin selber auch sehr gehypt. Und jetzt melde ich mich ab, das habe ich jetzt schon zum 20.000. Mal gesagt. Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Peace.